Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Sandland. Wir haben ein weiteres Aquarium erobert, haben es aber doch wieder General Grover zurückgegeben, damit der keinen Ärger kriegt. Der wiederum hat uns einen Tipp gegeben, wie wir es zurückmopsen können. Ja, halten wir jetzt mal so fest und nehmen es als gegeben an, wie auch immer. Wir müssen also jetzt weiter, um das ganze Aquarium zu mopsen. Aber vorher würde ich sagen, gehen wir erstmal zurück ins Treckecamp. Treckelager. Und mal ein bisschen an unseren Gerätschaften zu schrauben. Nee, Händler nicht. Weil hier gibt es dann doch einiges Neues auch. Und wir haben viele Bauteile in letzter Zeit gesammelt. So, Fahrzeug verbessern. Also den Panzer erstmal. Die Kampfrüstung war auch gut, dass wir sie aufgerüstet haben. Da können wir sogar einiges draufhauen. Für den Chipsatz fehlen uns noch Kabel. Die könnte man allerdings wahrscheinlich besorgen. Zwei zweitklassige Kabel. Gut. Weitklassiges Zahnrad. Weitklassiges Schießpulver. Wäre schön, wenn das irgendwie mal alphabetisch sortiert werden könnte oder so. Zweitklassiges Kabel war jetzt aber irgendwie nicht dabei. Okay. Okay. Baupläne. Zweitklassiges Kabel. Zweitklassiger Stahlfeder. Da. Hat auch nur... Hä? Achso, wir hatten schon... Nee, alles gut. Wir hatten schon im Besitz. Wir können aber nochmal... Ja, die würde ich jetzt erstmal nicht holen. Aber hier Verteidigungsdosis haben wir sogar noch. Kraftserum. Und, Reparaturkits. Jetzt können wir vielleicht gar nicht so viel basteln, weil ich zu viel Seni ausgegeben habe. Aber gucken wir mal. So. Hey! So, ich wollte jetzt den Chipplatz. Genau. So, dann gucken wir mal. Einmal den Panzer. Was haben wir denn angelegt? Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. 100 mm Geschütz. Mehr Angriff. Längere Nachladezeit. Höhere Störbarkeit? Nee. Angriffsintervall. Mehr Angriff ist doch schon mal gut. So. So, hier haben wir 60 Schaden. Dafür nur 36 Munition. Das ist jetzt aber, würde ich jetzt mal als Verbesserung betrachten. So, hier. Eigentlich nichts. Kotflügel. Auch nett. Extra Panzerung. Nee. Schnell nachladen, Chip. Da gibt es auch bessere. Für Maschinengewehr oder? Ach so. Verbesserte Handhabung. Erhöht Chance auf Zufügung von Fahrsystemversagen bei gegnerischen Fahrzeugen. Nö. So.
Kampfrüstung, Schlagringarm, Maschinengewehr, Standardrucksack, Kurzschrittrucksack. Kampfrüstung ermöglicht einen kurzen Turboschritt, der weniger Energie verbraucht. Jo, Standardbeine oder gepanzerte Beine? Wir haben auf jeden Fall noch einen Chip. Treibstoffchip. Senkt Energieverbrauch. Kompatibel mit Kampf-LP des Fahrzeugs. Finde ich gut. So, was haben wir hier? Eine Kanone. Kampfrüstungsmod. Ermöglicht Kanonenangriffe mit breiter Reichweite. Ja, guck mal. Das war doch schon mal gut. So. Ja, haben wir hier noch bessere Raketenwerfer? Nee, das sind die, die wir haben, oder? Oder wie? Warum kann ich das nicht ausrüsten? Die Stufe des Fahrzeugs ist zu niedrig. Welche Stufe brauchen wir denn? 16. 16. Wird schwierig. Zu wenig Kohle. Okay. Schade. Zu niedrig. Ach, Mann. Extra Magazin, Jetschubdüse, Hochgeschwindigkeitsschübe. Waffen, Munitionskapazität. Nehmen wir die Schubdüse. Der langsam Fahrzeug-LP außerhalb des Kampfes nach. Ja, das ist doch nett. Okay. So, was haben wir denn hier? Sprungbord, Hüpfer. Da habe ich auch ganz viel für, aber ich habe keine Kohle, um was zu bauen. Okay. Wüstenbuggy. Moment. Fahrzeug. Fahrzeug bauen. Warum kriege ich die alle nicht zu sehen, die ganzen anderen Fahrzeuge? Zumindest hier in dem Menü, weil ich sie noch nicht haben sollte, gut, wahrscheinlich. Naja, okay. Weiter geht's im Text. Die Frage ist, machen wir uns direkt auf den Weg hier hin oder machen wir vielleicht noch eine Nebenmission? Hier im Waldland gibt es ja nur eine Nebenmission, wie es ausschaut. Pilzfarbe. Relativ schnell hier hin. Ach komm, wir mopsen das Ding noch schnell. Da. Noch schnell. Wahrscheinlich werden wir hier meilenweit durch Waldland geführt. Hä? Schon geht's los. Wo soll ich hin? Das hätten wir auch einfacher bekommen können. Naja. Hey! We've actually traveled pretty far, huh? Yeah, I never imagined we'd end up going all this way when we left Demon Village. You said it. Never thought we'd end up in a different country. It's fun though. We've seen lots of cool stuff. Das stimmt, ja. So, wie sollen wir jetzt dahin? Vielleicht schon direkt wieder hier rüber teleportieren, keine Ahnung. I'll always treasure this time with you guys. Bist du da mit dem Auto gerade runter? Rem, rem! Ja, hätten auch hierhin teleportieren können. Oder? Nee. Hä? Wie kommen wir denn jetzt am besten dahin? Sind wir richtig? Visibility's poor. If you wander around without a plan here, you're just asking to get lost. Da müssen wir einfach vom Trickelager aus hier hinfahren.
Das ist ja das Blöde mit den Questmarkern. Teilweise führen die einen echt seltsam durch die Gegend. If you think you've gotten turned around, might be a good idea to keep referring to the map to check which way to go. Ja, ja, das versuche ich ja, aber irgendwie hilft mir das nicht. Ich würde fast vom Trickelager hier aus oder so dahin. Also eigentlich hat es uns ja hierhin geführt. Oder wir müssen hier durch den Ort und dann hier rüber. Das wäre auch eine Möglichkeit. Gucken wir mal. Mist. Ja, weil gerade ein Kampf offen ist. Ja, have to know. So, jetzt. Hier hin. Oder wie? Okay, also entweder hier durch den Ort und hier lang. Weil es hat uns ja hierhin geführt. Aber so wirklich wüsste ich jetzt nicht, wie wir am besten weiterreisen sollen. Also gerade hier. Uah! Ich glaube, zu Fuß geht's einfacher. Gerade hier bin ich mir wirklich nicht sicher. In an entirely different way from Sandlands. The air around here is way too clean for demons. It's giving me hives. Also vielleicht kommen wir hier irgendwie durch. Und I've got a headache already. Irgendwie. Also ich dachte jetzt hier durch und da irgendwie lang. Müssen wir wahrscheinlich. Aber das sieht doch alles nicht gut aus. Ne, wir sind ja hier unten durch. Aber hier ist ja auch kein Weg. Da ist höchstens eine Höhle. Aber da waren wir schon drin, ne? Ich bin ein wenig irritiert. Das hat uns doch hierhin irgendwie hingeführt. Oh, sollen wir denn weiter? Hier ist ein Weg. Der geht aber genau in die andere Richtung. So, hier ist ein Weg. Da geht es aber doch wieder zurück. Ist hier noch ein Weg? Hier ist noch ein Weg. Aha. Jetzt haben wir es. Isn't it about time we took a break? It's too soon to be getting tired. Ja. We can't keep up das with you, Prince. Naja, fast. Entweder oder. Mit dem Motorrad irgendwas einsammeln ist echt nicht so die beste Idee. Ja. Farsland soldiers are pretty tough. Yes. I bet they train on the assumption that war could break out at any moment. Man kann auch irgendwie driften, genau. That mindset alone might explain the difference in strength between them and the Royal Army. Aber ich probiere es jetzt besser nicht aus, schon gar nicht von der Brücke. Kommen wir jetzt näher? Ja, sieht gut aus. Besonders wendig ist es nicht. Mano. Here we go. Nein, ich spiele jetzt nicht mit euch. Brem, brem. Wir müssen das Aquarium wiederholen. Hab keine Zeit. Vielleicht doch.
Das hat jetzt wieder... Yeah. You can find all sorts of things on the side roads here. Hä? No one ever comes by. He never gets picked up, after all. Der Löwe will nicht mehr mit uns kämpfen. How did all this stuff get there in the first place, then? Fell from the sky, maybe? Da ist was zum Einsammeln. Da sitzt da schon wieder was. Hey, ich dachte, ich hätte mehr Schaden jetzt. Was habe ich denn da gemacht? Vielleicht habe ich auch einfach nur mehr Feuerrate eingestellt. Verdammt. Habe ich falsch geguckt? Komm her, du blödes Vieh. Oh, ey. Dann überfahre ich dich halt. Nice. One down. Mann, oh. So, dann gucken wir uns noch die Höhle an hier. Mal schauen, ob wir es noch rüber schaffen in dieser Folge. Waren jetzt doch ein bisschen... Ach Gott, hier ist noch so ein Ding mit ganz vielen Höhlen, oder wie? Auf jeden Fall sehr viel. Ressourcen. If no one ever comes by, never gets picked up, after all. Aua. That hurt, you stupid cow. Ausweichen wäre gut. Wie ging das noch gleich? That hurt, you stupid cow. Ow, ow. Da, so ging Ausweichen. So far so good. Nicht gut. Lieber was trinken. Wäre gut. Oh. Blödes Vieh, ey. If no one ever comes by, never gets picked up after all. Nur ein paar Ressourcen. How did all this stuff get there in the first place then? Fell from the sky, maybe? So, wie sind wir jetzt hier hingekommen? Da. Vielleicht doofe Idee. Visibility is poor. If you wander around without a plan here, you're just asking to get lost. Ach, passt schon. Wir und uns verlaufen. It's a good idea to keep referring to the map to check which way to go. Never ever. Yeah. Have to know where you are to get where you're going. Quasi unmöglich. But getting lost would be more of a fun adventure. Macht super Spaß. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall... Ach, guck mal, wer da ist. Hallo? Wartest du schon auf uns? You kept me waiting. Hey, Croa! We came for the Aquanium. Getting right to the point, I see. Naja. That said, it's not like I can just hand this over to you for free. Was? Moment, du hast es doch auch for free von uns gekriegt. So how do we settle this? How about with that one-on-one match we never got to have? Das auch noch. Sure thing. Wanna have it here? Nah, somewhere else. Let's find a spot that gives me the edge. Was? Voll unfair. Surely the leader of the demons wouldn't mind such a small handicap. Actually, the leader of the demons is Lucy. Fine. I'll take you on anywhere. There's a place just west of here, Arashia Village. I'll be waiting for you right outside town.
You'd better be ready, too. I want our duel to be legendary. Ey, das ist ja noch meilenweit weg. Ach, Mann, ey. Das ist ja auch noch mal meilenweit weg. Weil du dich ein bisschen kloppen willst. Jetzt... Mann. Was kannst du eigentlich? So. Oh, eine Truhe. Sehr schön. Tja, dann müssen wir noch ein bisschen in die Richtung reisen. Nur weil der ein episches Battle will hier. Der verliert doch eh. So. Ugh. Eine Riesenstrecke. Naja. Dann geben wir mal Gummi. Oh, da hinten ist noch ein... Das wird... You got this! Sehr einfach. Naja. Machen wir noch den Turm hier. Finde ich gut. Wenn die Kamera so blub wegblubbert. Schau dir mal dein Zeugs, ne? Ist ja kein Problem. Na, hast du noch irgendwelche Baupläne? Kampfpanzer Blaupause 5. Leider haben wir nicht genug. Oh. Hä. Noch ein bisschen was, was wir raushauen könnten. Salpeter zum Beispiel. Ja, das bringt uns aber auch nicht so viel. Ein Tausender, ja. Könnten wir noch zusammenkriegen. Schienengewehr, Schrott. Ja, zu finden. Zum Verkaufen. Ja. Ich könnte halt einiges an Loot schon verkaufen, aber... So, wenn wir jetzt 100 davon verkaufen. Oder 99, von mir aus. So. Thank you for coming. So, dann können wir doch die... Die Kampfpanzer-Blaupause kaufen. So. Lässt sich bestimmte Kampfpanzerteile in der Werkstatt herstellen. Thank you for coming. Das wird noch spaßig, wenn wir dem richtig nachgehen. So, was haben wir hier? Ein Raketenwerfer. Toll, Legion. Wow, sind noch mehr.
can use this to find out about the area. We can repair it. Just need materials. So, haben wir. Okay, now for some hot intel on the area. So, okay. Oh, ein paar Höhlen. Hier ist noch eine größere Stadt. Trump Army Forschungslabor. Ach stimmt, der meint hier, wir sollen da in die Richtung. Aber jetzt sollen wir uns erstmal prügeln und dann... Keine Ahnung. Naja. Aber liebe Leute, das würde ich sagen, finden wir beim nächsten Mal raus. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Und wir sehen uns bis dann. Ciao, ciao.